Wir haben zu viele Fehler gemacht in dem Spiel und ja, sind verdient ausgeschieden. Und das ist, ja, das ist unsere Erkenntnis von gestern. Und wie gesagt, wir können es nicht mehr rückgängig machen, das ist jetzt passiert. Wir haben die Fehler angesprochen, wir haben darüber geredet, alles intern. Und jetzt werden wir es versuchen, oder was heißt versuchen, wir werden es auf jeden Fall besser machen die nächsten Wochen als gestern. Ich muss jetzt keinen angreifen und so. Wir haben allgemein als Mannschaft schlecht gespielt, wir haben als Mannschaft Fehler gemacht. Wir haben nicht gut hinten rausgeschoben und vorne vielleicht zu wenig Bälle gehalten und nicht konsequent genug den Abschluss gesucht. Von daher kann man, finde ich, keinem einzigen direkten Vorwurf machen. Ich mache das sowieso nicht. Deswegen glaube ich, wir als Mannschaft sind da jetzt gefragt und genau nur wir müssen da auch wieder rauskommen. Wir müssen geiler auf Tore werden und versuchen mit dem letzten Willen unbedingt das Tor zu machen. Ich denke, man hat in den letzten Jahren oder auch so immer gesehen, dass wir immer eine Reaktion gezeigt haben nach so Spielen, auch wenn wir unter Druck standen. Und wie gesagt, wir müssen jetzt einfach weiter nach vorne schauen. Wir haben die Sachen angesprochen, wir müssen jetzt noch härter an uns arbeiten, als Mannschaft auch besser funktionieren. Und das ist uns allen bewusst und das ist klar. Und das werden wir versuchen, auch in den nächsten Spielen umzusetzen. Ja, die Krise kommt ja immer von außen. Ich denke nicht, dass wir jetzt direkt in der Krise sind. Wir sind jetzt raus aus dem Pokal. Ich hoffe, dass es uns jetzt eine Lektion war, eine Lehre, und vielleicht kann es auch was Positives bewirken, dass wir im Pokal raus sind, dass wir jetzt einfach ja, noch mehr, wie gesagt, eine Trotzreaktion zeigen. Aber wie gesagt, da dürfen wir einfach nicht so viel reden, sondern müssen dann auf dem Platz zeigen, weil da liegt die Wahrheit.